Was mich zuversichtlich stimmt, ist, dass wir in Villarreal einfach ein sehr schlechtes Spiel gemacht haben und Villarreal mit ihr Bestes, was ich von den Analysespielen her so gesehen habe. Und ich glaube nicht, dass es zweimal in Folge vorkommt, dass wir ein schlechtes machen gegen denselben Gegner. Von dem her bin ich da schon zuversichtlich, dass wir es deutlich besser machen können. Noch dazu ist das Spiel eben genau das, was Manu auch gesagt hat, eins, was die Spieler lieben, was ihnen dann besonders liegt und Reize hervorruft, die zu Top-Leistungen führen können. Ja, es geht um viel und wenn es um viel geht, kann man viel investieren. Ja, viel mehr kann ich jetzt nicht reden, ehrlich gesagt, weil dann bin ich bald wie bei einer Telefonzentrale. Ich habe sehr viel gesprochen, sehr viel Besprechung gemacht, sehr viel Detailarbeit gemacht. Es waren die Spieler mal so 2-3 Tage an der Leine, ja, nicht mal eine Langlaufleine, sondern so eine sehr kurze. Und jetzt morgen muss ich noch diese silberne Schnalle vorne aufmachen und dann müssen sie laufen. Man weiß ja, dass wir Charaktere in der Mannschaft haben, die einen gewissen Ehrgeiz und auch einen gewissen Anspruch haben. Und das haben wir als Verein und als Mannschaft natürlich auch. Dementsprechend ist ja mit uns dann auch nicht zu spaßen, wenn wir so ein Spiel wie in Villarreal jetzt 1-0 verloren haben. Und das wurmt uns natürlich. Wir haben uns am meisten darüber geärgert. Und wir spielen hier zu Hause. Wir sind so ein bisschen angespornt und wir wollen das natürlich auch nutzen, um das dann auch zu beweisen zu Hause mit unseren Fans und so wollen wir ins Spiel gehen.